Ich glaube, die Moslembrüder haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Und es ist ein Krieg, der geführt wird im historischen Zeitraum. Das kennzeichnet die Moslembrüder im Unterschied zu unserer schnelllebigen, säkularen Welt, dass sie wirklich in langen Zeitketten denken. Also ich habe das mal gelesen bei dem früheren Chef der Hamas, der dann gesagt hat, in 40 Jahren wird Israel besiegt sein. Ja, also es werden ganz andere Zeitdimensionen angelegt, so wie auch sonst, also teilweise dann eben die Kämpfe, die Mohammed führte, im 7. Jahrhundert also, so dargestellt werden, als seien sie gegenwärtig. Also das Verhältnis zur Zeit ist anders, als wir das hier gewohnt sind. Und es wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass jetzt von derartigen Staatgründungen Abschied genommen wird. Und man weiß nicht, wie zum Beispiel die Entwicklung in Syrien am Schluss ausgehen wird, wo ja auch sehr starke islamistische Kräfte gegen Assad antreten. Deswegen bin ich da also sehr zurückhaltend, was jetzt so eine optimistische Prognose anbelangt. Es war ein wertvoller und wichtiger Schritt, und ich glaube auch, dass es eine Art zweite Chance im Moment gibt. Ich habe gerade heute im Wall Street Journal einen Artikel gefunden, Egypt cracks down on radical Muslim clerics. Das ist sehr interessant. 40.000 Imame, die in diesen kleinen Moscheen überall in Ägypten predigen und oftmals der Moslembruderschaft nahestehen, müssen sich jetzt neu anmelden für eine Zulassung, ob sie weiter predigen dürfen. Und zwar muss jetzt in Zukunft jeder dieser Imame kontrolliert werden von Al-Azhar, von der zentralen Moschee in Kairo, die aber auf Seiten derjenigen stand, die Mursi absetzen wollten. Also von daher gibt es da riesige Beschwerden natürlich, das ist eine Riesenprovokation, aber ich glaube, das ist zum Beispiel etwas sehr Positives, dass jetzt die Art der Religionsausübung sozusagen von der zentralen Moschee mitdirigiert werden kann und die Moslembrüder die Moschee nicht für islamistische Propaganda missbrauchen dürfen in Zukunft. Mal sehen, was daraus wird, aber das ist jedenfalls ein Vorhaben, was ich dann zu den positiven Errungenschaften dieser neuen Zeit rechnen würde. Ich habe ja schon genannt, negative Dinge, die man nicht vergessen darf. Aber für mich ist das zu früh, um bereits zu sagen, dass der Islamismus geschlagen ist. Im Gegenteil. Wenn Sie mal anschauen, was in den 12 Jahren seit dem 11. September geschehen ist, im Grunde genommen sind alle Weltkonflikte heute, von Nigeria bis Indonesien, bis Bangladesch, bis also in allen Pakistan ist also ein Explosionsherd. Also all diese Länder sind durchdrungen von diesem Kampf von Islamisten gegen Säkularität oder von Islamisten gegen Islamisten. Die schiitischen Islamisten machen Selbstmordattentate in der sunnitischen Moschee. Die sunnitischen Islamisten machen Selbstmordattentate in der schiitischen Moschee. Es gibt eine furchtbare Aufschaukelung in Irak, in Pakistan, in anderen Ländern. Und da kann eine Antwort nur darin bestehen, dass man von der westlichen Welt ausgehen, da muss eine Initiative vom Westen auskommen, Säkularität propagiert. Und das ist meines Erachtens besonders entscheidend in Syrien, wo sehr viele verschiedene Glaubensgemeinschaften an einem Fleck leben und wo es ganz üblich war, dass zum Beispiel sunnitische Moslems, christliche Mitglieder der Gemeinschaft heiraten und umgekehrt, wo also man eigentlich in der Vergangenheit sehr viel weniger Probleme damit hatte, dass man sich auch mischt, was die Religion anbelangt. Und wenn da nicht der Westen auch ein klares Signal gibt, Flagge zeigt, also wirklich eintritt für ein Leben, das nicht durch Religion diktiert wird. Wenn das nicht geschieht, dann sehe ich eigentlich sehr schwarz, was die Zukunft anbelangt, weil man kann es an Syrien erkennen, diejenigen, die dann eben kämpfen und die Selbstmordattentate verüben, sind dann diejenigen, die letztendlich durch die Methode der Einschüchterung dann auch am Schluss liegen. Und man kann nur froh sein, dass in Ägypten jetzt so eine Art Denkpause geschaffen worden ist. Wir sind ja erst dabei mit dieser Veranstaltung, aber in der deutschen Öffentlichkeit hat man noch nicht richtig damit angefangen, auszuwerten, was das eigentlich bedeutet. Und insofern glaube ich schon, dass also sehr viel davon abhängt, wie der Rest der Weltgemeinschaft
auf diesen Teil der Welt reagieren wird jetzt. Ob das zu einem Paradigmenwechsel dann führen kann oder ob das eben nur eine kurze Unterbrechung ist und es geht also über kurz oder lang mit dem islamistischen Wahnsinn weiter. Ja, dazu wollte ich kurz noch was sagen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was die Möglichkeit des Westens, die Säkularität zu betonen, anbetrifft. In dem Moment, wo das geschieht, vor allen Dingen sich sofort tendenziell alle Muslime, auch die, die im Islam nicht freundlich gesonnen sind und sagen, die wollen unsere Religion zerstören. Das ist jedenfalls der Ruf, unter dem der Islamismus dann sofort versucht, wieder die Reihen festzuschließen. Ich stimme dem im Ziel vollkommen zu, würde aber sagen, dass nach mehreren negativen Erfahrungen mit solchen Versuchen man eher versuchen sollte, diejenigen zu fördern, die unter den Muslimen sagen, das, was wir in Syrien und anderswo erleben, ist hausgemacht und wir müssen vom Islam aus Veränderungen herbeiführen, um das in Zukunft zu verhindern. Wenn man solche Leute unterstützt, wird das mehr Erfolg haben, als wenn wir vom Westen unsere Säkularität und unsere Kultur anpreisen, die ich hochachte und die ich gerne verteidige, aber die in der Form wahrscheinlich, wenn man in der Form das propagiert, da besteht eine gute Chance, dass das so gewesen wird. Also ich würde diesen weiteren Umweg für besser halten. In den Zielen stimmen wir vollkommen überein. Ja, ich meine damit, dass zum Beispiel also es gab natürlich den großen Fehler, dass man dachte, auch seitens der amerikanischen Außenpolitik, man könnte Demokratie im Mittleren Nahen Osten mehr oder weniger verordnen, per Dekret. Aber es gibt sozusagen an der Erfahrung gemessen von Bush 2003 zum Beispiel heute einen richtigen Rollback, dass sich der Westen versteckt, dass man Angst hat, irgendwas zu zeigen, dass man keine Position bezieht. Aus Angst, es könnte vielleicht falsch ankommen oder als arrogant gelten. Und nun haben wir aber diese Bewegungen. Am bedeutendsten war für mich der Juni 2009 in Teheran, als 3 Millionen Menschen in Teheran an einer verbotenen Demonstration teilnahmen, weil sie gegen den Wahlbetrug demonstrieren wollten. Da gab es die Rufe, Obama, Obama, wo bist du? Was machst du? Es wurde nicht darauf geantwortet. Obama hat sich darauf versteift, lieber mit Khamenei, dem Revolutionsführer, in einem guten Kontakt bleiben zu wollen. Das war ein Verrat an diesen Menschen. Es geht nicht darum, dass da jetzt jemand hinkommt und eine große Rede hält und sagt, so muss das laufen, sondern es geht darum, dass die Menschen, die dort für diese Veränderung eintreten, und das mag nicht in allen Fällen dann Veränderung in das westliche säkulare Modell sein, es sind auch andere Schritte, aber dass man da als Position zu bezieht. Und das ist das, was ich wirklich vermisse, dass zum Beispiel die amerikanische Politik auch im Fall Syriens eine Position bezieht. Man hat das Gefühl, es geht nur noch um Gesichtswahrung irgendwie. Alles Mögliche wird unternommen, um das Gesicht zu wahren, aber es wird nicht eine Position bezogen. Und das ist natürlich auch schwer, Position zu beziehen, wo ganz viele negative Alternativen nebeneinander stehen, wo man nicht so was richtig Tolles findet. Aber auch in solchen Fällen meine ich, dass man eine Position vertreten muss und Position beziehen muss. Und die sollte dann in so einer Richtung laufen, dass die Freiheit in diesen Ländern gestärkt wird und der Islamismus eingegrenzt wird. So, jetzt sind wir mitten in einer spannenden Debatte. Ich würde jetzt gerne das Publikum mit einbeziehen. Das Saalmikrofon wird gleich hier sein, das wird meins sein. Ich würde vorschlagen, wir sammeln 3 Fragen. Bitte halten Sie sich kurz, keine langen Statements zu Fragen kommen. Und dann nach diesen 3 Fragen lassen wir das Publikum wieder antworten. Sebastian Mauswächer, Humboldt-Universität Berlin. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Situation des politischen Islam hier in Europa beurteilen. Wie sehen Sie den politischen Islam in Europa? Vielleicht können Sie da auch so ein bisschen eine Vorhersage wagen, wie könnte der sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Und dann würde ich gerne wissen, gibt es säkuläre Kräfte in Ägypten, die man sozusagen auch irgendwie unterstützen kann? Wer ist das eigentlich? Dann der Herr Rein. Marvin Scharpinkel, mein Name, und zwar an Dr. Matthias Künstel. Und zwar, wie genau sehen Sie jetzt die Maßnahmen, die der Westen ergreifen könnte, um jetzt, sagen wir mal, im Nahen Osten einzugreifen, vielleicht mit einem Militärschlag unter Amerikas Führung, unbedingt jetzt auch den Iran sozusagen auszuschalten, das Regime. Ich meine, die technischen Möglichkeiten hat man jetzt sozusagen jetzt, die Grundarmee jetzt
würde ich mal sagen, in mehreren Tagen zu besiegen. Inwiefern Sie da die Maßnahmen erläutern. Danke für die Frage und die Dame wollte noch. Mein Name ist Jubitsch wieder. Ich habe eigentlich nur eine Verständnisfrage. Ich habe es so verstanden, dass die Verfassung unter Morsi mindestens die geistlichen Gelehrten der Al-Azhar-Universität begünstigt hat. Sehr erstaunt und erfreut habe ich dann zur Kenntnis genommen, dass die Al-Azhar-Gelehrten nicht auf der, oder zumindest zum Schluss nicht mehr auf der Seite von Morsi standen. Können Sie mir erklären, was da der Hintergrund ist? Bei der nächsten Runde sind Sie sofort dran. Ich würde jetzt erstmal gerne das Mikrofon bitten. Und dann fangen wir, glaube ich, mit der Frage der Dame gleich an für Sie. Die Al-Azhar ist eigentlich die Verkörperung auch des politischen Opportunismus, man muss ja wohl so sagen. Die Al-Azhar hat Mubarak unterstützt, wurde auch von ihm natürlich besonders unterstützt, weil er ihre Unterstützung haben wollte. Also insofern gab es da ein gemeinsames Arbeiten. Sobald Mubarak gestürzt war, hat die Al-Azhar diesen Sturz aufs Wärmste befürwortet und hat im Januar 2012 eine Erklärung für Grundrechte und Demokratie, die sich allerdings sehr stark schariatisch rechtlich geprägt liest, also nicht die Grenzen bisher hin zu einem säkularen Rechtsdenken überschreitet, geäußert und sich gegen die Salafisten geäußert, ganz massiv gegen die Salafisten und für die Muslimbruderschaft. Das war im Januar 2012. Aber durch die Politik Morsis und die Machtergreifung und die Ausschaltung aller anderen Gruppen hat die Al-Azhar dann relativ früh 2013, ist meine Vermutung, gesagt, nein, wir müssen Distanz halten, das geht schief. Das ist die Begründung dafür. Und Liberale in Ägypten, ich habe gerade einen Zeitungsherausgeber erlebt bei einer Podiumsdiskussion hier in Berlin, der sagte, wir haben jetzt die Chance, alle Menschenrechtsverletzungen, sei es von der Armee, sei es der Polizei, sei es der Muslimbruder, aufzuarbeiten, zu dokumentieren und das vor Gericht zu bringen. Das werden wir tun, das ist eine unserer ersten Aufgaben. Es gibt liberale, säkulare, denkende Personen in Ägypten. Es gibt bisher keine großen Organisationen, weil es dann zugleich einen sozialistischen Ansatz gibt, die sich natürlich auch säkular definieren, aber also die säkularen unter sich sind ziemlich in verschiedene Lager zerlegt und zerstritten. Zum politischen Islam in Europa kannst du ja vielleicht was sagen. Ja, vielleicht können Sie gleich ergänzen, das ist die Frage von dem ersten Herrn auch noch, welche säkulare Kräfte gibt es in Ägypten, die man unterstützen könnte? Vielleicht auch nochmal eine Einschätzung von Herrn El-Baradei, der die Regierung wieder verlassen hat. Welche Kräfte gibt es in Ägypten und welche sind da säkular oder unterstützenswert oder beides? Na, ich kann da erstmal nur anschließen, es sind kleinere Gruppen, die sich gegenseitig leider mehr bekämpfen als zusammenarbeiten, liberale Kräfte, die sich ausdrücklich auch liberale Partei oder liberale Gruppe nennen. Aber worauf ich zum Beispiel hinweisen möchte, ist der Umstand, dass 10% der Bevölkerung Ägyptens Christen sind. Und natürlich haben die Christen kein Interesse an einer Verfassung, die das Land nicht arabisch definiert, sondern islamisch definiert. Und da ist dann so erstaunlich festzustellen, dass natürlich auf der einen Seite Saudi-Arabien die salafistischen Tendenzen unterstützt, oder jetzt die Maßnahmen gegen die Moslembrüder, Katar unterstützt die Moslembrüder und der christlich orientierte Westen unterstützt doch mehr taktisch die Morsi-Führung in den letzten Jahren als den verzweifelten Kampf dieser Christen um Religionsfreiheit. Ja, also ich meine, das ist ein Missverhältnis. Man muss eigentlich dafür sorgen, dass diese Islamisten gegen eine Wand laufen. Was man aber tut, ist dafür zu sorgen, dass die Christen gegen eine Wand laufen. Und insofern meine ich schon, dass also da Kräfte sind, 10% der Bevölkerung, das ist doch eine ganze Menge, mit denen man viel stärker sich dann auch offen und auch international zusammenarbeiten sollte, um sozusagen andere
Verhältnisse der Religionspolitik in Ägypten herbeizuführen. Politischer Islam in Europa, das ist so eine große Frage. Da muss man einfach sehen, dass die Länder sehr unterschiedlich sind innerhalb der Europäischen Union, weil sie von unterschiedlichen Einwanderungsbewegungen erfasst sind. Also in Frankreich ist das teilweise viel dramatischer, mit vielen Einwanderern aus dem Maghreb, während in Deutschland das lange Zeit also eigentlich nicht so dramatisch war, weil hier die meisten Muslime in Deutschland aus der Türkei stammen, ein Land, in dem man lange Zeit das Kopftuch eher verboten hat. Allerdings gibt es da insgesamt Veränderungen und man kann feststellen, dass der Antisemitismus in Einwanderungsgesellschaften auch durch die Beeinflussung aus den Ursprungsländern erheblich höher ist als in anderen Teilen der Gesellschaft. Und insofern kann ich ja jetzt nur so ganz allgemeine Aussagen zu machen. Es ist interessant, dass die Moslembruderschaft in Europa überlebt hat, die Repression von Nasser in den 60er Jahren. Es war eine Zentrale hier in Deutschland, eine Moschee in München, die da sehr wesentlich war. Der Akef, den ich zitiert hatte, der den Bin Laden so gelobt hatte, der war von 80 bis 88 der Vorsteher dieser Moschee in München. Also da gibt es schon sehr interessante Verbindungen. Und wir haben natürlich auch mit El-Qaradawi, das ist einer der wichtigsten Sprecher der Moslembruderschaft, der hat auch Vereinigungen, die in Europa aktiv sind. El-Qaradawi war derjenige, der eine Woche nach dem Sturz von Mubarak, als man den Sturz feierte mit 1 Million Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo, der da zum ersten Mal auf das Podium durfte als Moslembruder. Und das war eine dramatische Situation, weil jeder wusste seine Position, also er ist ein Befürworter des Holocaust, sagt, das war also gottesgerechte Strafe gegen die Juden, das, was Hitler gemacht hatte, und ist ein Antisemit reinsten Wassers. Und da wollte zum Beispiel auf diesem Tahrirplatz auch jemand von diesen Google-Leuten, von den liberalen Kräften, zum Ausgleich mit auf die Bühne, und das wurde ihm verwehrt. Und dann konnte da also vor 1 Million Publikum Qaradawi in Kairo verkünden, dass man also jetzt Jerusalem erobern muss. Also genau diese islamistische Orientierung geben. Dieser Qaradawi, habe ich ihm abgelenkt, der hat auch in Europa viele Fürsprecher und reist auch viel durch Europa, war in London vor ein paar Jahren. Und das sind also schon Kräfte, die man natürlich hier auch im Verfassungsschutz verfolgt und kritisiert. Das ist übrigens sehr interessant, wenn ich also die Verfassungsschutzberichte lese, auf der einen Seite über die Islamisten in Deutschland und dann vergleiche das mit den Kommentaren der großen Zeitungen über Islamisten in Ägypten, dann ist das eine sehr auffällige Differenz, weil man sozusagen die in Ägypten dann lobt und als gemäßigt und als demokratisch und so weiter feiert, während man hier durchaus in Deutschland dann eine realistischere Einschätzung hat und natürlich deswegen auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht aufgibt. Die letzte Frage, das ist natürlich... Es war der Iran angesprochen und mögliche Maßnahmen des Westens zum Eingreifen bis zum Militärschlag im Kontext Iran, glaube ich, sogar angesprochen. Also das ist natürlich jetzt eine allgemeine Diskussion, da kann man jetzt nur Meinung sagen, aber insgesamt ist es ja so, dass eigentlich Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das ist jedenfalls das, was man von Clausewitz immer wieder zitiert. Und was mir fehlt, was bei den Amerikanern, ist die Politik. Ja? Wenn man eine klare Politik hätte, zum Beispiel, die besagt, dass in Syrien Iran gestoppt werden muss, dann wüsste man, zu welchen Zwecken auch eventuell mal ein Militäreinsatz vernünftig sein könnte. Aber solange so eine Politik so schwer zu erkennen ist, solange ist es dann natürlich auch schwer, ein Volk wie die Amerikaner davon zu überzeugen, die also insgesamt sehr kriegsmüde geworden sind, dass man da intervenieren soll, jetzt wegen dieser Giftgaswaffen, die da eingesetzt worden sind. Und das, was jetzt ganz aktuell passiert ist, dass man also jetzt über Moskau das Ganze wieder abliest und sagt, also Assad, der soll jetzt mal ordentlich belegen, was er hat und das also vorführen, also das finde ich sowas von lächerlich, muss ich sagen. Es ist so, als würde man einen Mörder freisprechen, nur weil dieser vorgibt, die beim Mord verwendeten Waffen den Behörden zu überreichen. Was gibt es überhaupt nicht normalerweise, abgesehen davon, dass diese Schritte wahrscheinlich
alle versanden werden, weil man in einem Kriegsgebiet, in einem Bürgerkriegsgebiet, das so sich zerfleischt im Moment, wie das in Syrien der Fall ist, niemals Giftwaffen suchen, geschweige denn finden, geschweige denn transportieren kann, ohne Gefährdung, größter Gefährdung. Also von daher, was man im Moment erkennt, ist, dass das, was mal Obama als rote Linie angegeben hat oder als etwas, was man nicht überschreiten darf, dass sich da der Westen in Form der USA, aber auch London, sprich Abstimmung im House of Commons, schrittweise auf einen Rückzug befindet. Und diejenigen, die in Iran sehr geschickt mit dem Westen spielen, also viel Grund haben, sich lustig zu machen über den Westen, ihn natürlich hänseln, das sind die großen Papiertiger, die also dann die großen Reden schwingen, aber wenn es darauf ankommt, sowieso einknicken. Das alles sind Dinge, die in einer islamistisch geprägten Umgebung natürlich als extreme Schwäche verstanden werden. Und also insofern sehe ich zumindest im Moment, wie die Dinge sich da abspielen, sehe ich das sehr kritisch. Noch ein letzter Punkt, der Westen, der denkt immer, dass man mit Islamisten so reden kann, wie wir das gewohnt sind. Da bist du und da bin ich und ich mache ein Zugeständnis. Das ist so schön, dass dann du auch ein Zugeständnis machst. Wir sagen du und ich, aber für islamistische Weltanschauungskrieger gilt die Formel du oder ich. Es ist ein Kampf um Sieg. Ja, und das muss man sich klar machen, dass Iran, aber auch dann die Moslembruderschaft keine Status Quo-Mächte sind, sondern sie verstehen sich revolutionär, sie wollen die Welt verändern. Man muss den Begriff Revolutionsführer für Khamenei ernst nehmen. Und diese Revolution ist nicht beschränkt auf das Land Iran. Wenn man die Schriften von Khomeini liest, ist das völlig eindeutig, dass sich das auch bezieht auf eine Veränderung der Weltsituation. Und wenn ich sehe, was da Iran im Moment für Erfolge trotz der Sanktionen erzielen konnte, indem es mehr oder weniger Syrien übernommen hat, Assad ist abhängig im Moment von Iran, ja, dann ist das schon ein bisschen erschreckend, was sich da in den letzten Jahren abgespielt hat. Die nächste Fragerunde. Mit dem Herrn fangen wir an. Wer möchte noch Fragen? Haben wir hier bitte. Und noch jemand Drittes vielleicht? Hier noch. Ja, Martin Schuber. Also ich müsste erstmal eine grundsätzliche Bemerkung machen. Es ist nicht so, dass die Moslembrüderschaft in der islamischen Welt keine Gegner hat. Und die Gegner, sie haben nach meinem Eindruck vermieden, die Gegner als Moslem zu bezeichnen, sondern als Säkularisten. Also die Gegner, die ersten Hauptgegner der Moslembrüder sind selber gläubige Moslems, aber Säkularisten, das muss klar und deutlich gesagt werden. Zweitens, ich stimme mit Ihren Analysen, Herr Dr. Künzel, überein, dass die Moslembrüder eine geheimbündlerische und destruktive Organisation ist. Im Übrigen, diese Parteien, die Partei der Gerechtigkeit und Freiheit in Ägypten und die andere in Tunesien und so weiter, das sind alle nur Aushängeschilder. Die Moslembruderschaft hat keine transparente Struktur, keiner weiß, wer die Mitglieder sind und wie gesagt, ist eine geheimbündlerische Organisation. Man muss auch meines Erachtens diese Probleme der Moslembrüder im historischen und sozioökonomischen Kontext sehen und verstehen. Die Moslembrüder sind wieder auferstanden in den Ende der 70er und 80er Jahre nach dem Scheitern der arabisch-nationalistischen Bewegung und nach der Verschärfung des arabisch-israelischen Konflikts. Meine Frage an Sie, Herr Künzel, betrachten Sie die Moslembrüder oder der politische Islam als eine ernste Gefahr für die Sicherheit Israel? Oder sind diese arabischen Säkularisten eher gefährlich für den Staat Israel? Zweitens, was halten Sie von der Aussage von Rudolf Augenstein,
dass Israel der erste fundamentalistische Staat in der Region ist. Daher sollen wir uns nicht wundern, dass auch in den arabischen Ländern die Fundamentalisten an die Macht kommen. Danke sehr. Dann waren Sie noch dran. Guten Abend. Herr Wadi, mein Name. Meine Frage an Herrn Kunzel. Ich verstehe Ihre Vorstellung von der Befruchtung von dem Muslimbruder, von der langen Geschichte, die das zwischen Ägypten und Israel und was hat Muslimbruder damit gespielt. Aber um die Geschichte jetzt in Ägypten zu begrenzen, nur an die Probleme mit Muslimbruder, finde ich das zu begrenzen, die ganzen Probleme, mit wem handelt man mit dem Muslimbruder, finde ich zu wenig oder zu. Ich glaube, jetzt das Problem ist, dass die Ägypter haben das, die Wahl und haben das die Leute gegen, vor die soziale Hilfe, was am Anfang Sie gesagt und was Ihre Arbeit über die 80 Jahre, durch die 80 Jahre, die das Muslimbruder in Ägypten gewesen, gewählt und eigentlich in Mehrheit war es. 52% war eigentlich Mehrheit. Da kann man nicht vergleichen mit dem Butch oder mit dem Wahl von Hitler, die da war 25%. Wir haben versucht, ein bisschen zu vergleichen in der Rede. Aber jetzt, dass die Leute haben jemanden gewählt, eine Partei gewählt oder eine Person gewählt als Präsident. Und dann kommt durch Militärputsch, dass es die Situation wieder in Ägypten durch ein Militärregime regiert. Und die Leute demonstrieren jetzt millionenweise auf der Straße dagegen. Das bedeutet, die Volk will was anderes. Muss die Volk ein bisschen respektieren und suchen, ihre Meinung zu verstehen und oder die Demokratieprozess fortlassen. Und dann, die Volk muss entscheiden, nicht durch einen Militärputsch, sondern durch Demokratie wieder eine neue Regierung, wenn das die System nicht funktioniert, dann sucht ein anderes System. Meine Frage, was denken Sie, wie kommt die Situation in Ägypten in Ruhe und wie kommt durch diese Probleme jetzt wieder in eine normale zivile Staat wieder? Vielen Dank. Okay. Sie noch mal. Mein Name ist Heiko Schmidt. Vielen Dank nochmal für die breiten Ausführungen über die aktuellen Entwicklungen. Mir hat dabei gefehlt, dass es ja bereits zwei ähnlich gelagerte Entwicklungen gegeben hat. 1991 in Algerien, als der Westen dankbar war für das Eingreifen der Militärs und der Absetzung der damaligen, oder das nicht an die Macht kommen lassen der islamischen Heilsfront, was dazu geführt hat, dass es in diesem Land einen 7-8-jährigen Bürgerkrieg gegeben hat mit Hunderttausenden von Opfern. Und heute herrscht auch keine demokratische Regierung und regiert auch nicht nach westlichen Werten. Man kann sie säkular nennen. Was ist jetzt der große Unterschied? 1997, die türkische Refah geht mit einer demokratischen Partei eine Koalition ein und wird ein Jahr später von der Macht verdrängt. 5 Jahre später ist die AK-Party an der Macht, ein, wenn man so will, etwas weniger ideologisches Konstrukt aus der Refah herausentwickelt. Von Erdogan, den Zikin, von Erbakan. So, zwei dieser Entwicklungen verglichen mit der jetzigen. Und wir wissen ja jetzt erst 3 Monate, wie sich das verhält. Und wir wissen nicht genau, was kommt auf uns zu. Und da ist doch eine gewisse Distanz, mit der der Westen auf diese Entwicklung guckt und sich auch entsprechend zurückhaltend verhält, geboten, denke ich zumindest. Und daher plädiere ich auch dafür, dass der Einsatz, den zum Beispiel Dr. Künzel zeigt, indem er fordert, der Westen möge sich mehr engagieren, etwas verhaltener ausfallen sollte. Wir könnten in die falsche Richtung ziehen. Können wir ein bisschen vor diese Frage gleich an Herrn Bock weitergeben. Ist die Distanz geboten vielleicht? Nehmen Sie
den Faden auf und vergleichen nochmal mit Algerien und Türkei, mit der Lage in Ägypten heute. Ich glaube, in einer Hinsicht ist Distanz in diesen Situationen immer sinnvoll, in einer anderen Hinsicht ist sie es zur gleichen Zeit nicht. Distanz ist sinnvoll, wenn wir die Situation wie in der Türkei haben, dass wir sozusagen immer wieder die Wahl gehabt haben, jedenfalls zwischen kemalistischen Militärs, die für Säkularismus, aber Unterdrückung der Revolution durch einen Religionsministerium sind, und auf der anderen Seite dann das Anwachsen letzten Endes einer islamistischen Strömung. Da sollte man nicht für eine der beiden Gruppen von vornherein Partei nehmen, denn es hat sich gezeigt, Erdogans AKP, die ich als islamistisch ansehe, hat einen wesentlichen ökonomischen und auch eine Zeit lang einen gewissen demokratischen Fortschritt gebracht. Wo man keine Distanz haben sollte, ist bei der Frage nicht, ob man mit einer Gruppierung eng zusammenarbeitet. Obama hat erstaunlicherweise Erdogan ja über Jahre hinweg als den besten Freund, einen vorbildlichen Staatsmann, seinen engsten Freund, immer wieder bezeichnet, was er jetzt nicht mehr tun würde. Aber das hat er immerhin 4 Jahre lang gemacht, und zwar mehrmals und ihn oft besucht und so weiter. Wo man Partei beziehen sollte, ist hinsichtlich der Grundrechte, hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen und kulturellen Entwicklung. Da sollte man für Stärkung der Grundrechte, Stärkung der Grundfreiheiten, Stärkung von Freiheit, Stärkung von sozialer, ökonomischer Entwicklung immer eintreten, egal wer dran ist. Das ist wesentlich. Auch wenn es eine Muslimbruderschaftsregierung gäbe, irgendwo wäre es sinnvoll, diese ökonomisch dazu zu zwingen, zu versuchen, einen vernünftigen Kurs zu fahren, der nicht auf totale Unterdrückung hinausläuft. Natürlich wird das sehr schwer sein. Also gegenüber Muslimbruderschaften wird man im Zweifelsfall und Islamisten strenger Couleur wird man im Zweifelsfall immer kritisch sein müssen. Und in dem Moment, wo Militärs dagegen die Macht ergreifen, natürlich in Ägypten nicht einfach durch einen Militärputsch, sondern gerufen von 33 Millionen, oder sagen wir zwischen 20 und 33 Millionen. Das ist schon ein gewisser Unterschied zu dem Militärputsch in der Türkei, den man realisieren muss. In dem Moment, wo Militärs dran sind, geht es genau um die gleichen Fragen. Es geht um grundrechte wirtschaftliche Entwicklung und darum, dass Militärs ihre kastenartige, dem freien Markt erzogene Stellung in Frage stellen lassen und langsam jedenfalls im ökonomischen Bereich Macht abgeben, in Ägypten zum Beispiel. Das heißt also, zuerst für Grundrechte, soziale Entwicklung, Ökonomie, Demokratie, wenn sie Kommunisten, Nationalsozialisten oder Islamisten nutzt, ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Insofern würde ich mich für Demokratie nur aussprechen, wenn die Voraussetzungen von Demokratie auf in den anderen Bereichen auch schon langsam sich einstellen. Demokratie als solche, wenn sie irgendeiner totalitären Partei an die Macht verhilft, ist eher ein Problem. Von daher Grundrechte, soziale und kulturelle Entwicklung fördern und das andere sich entwickeln lassen. Natürlich ist es sinnvoll, Demokratie unterstützen zu können, aber dann muss auch Demokratie bei rauskommen und nicht die Machtergreifung einer totalitären Partei. Insofern Engagement, aber Distanz zu den Akteuren, solange man sieht, es gibt genügend Grund, auch Distanz zu halten. Das heißt aber nicht, dass man nicht Verbündete und Freunde belohnt und mit ihnen zusammenarbeitet und diejenigen, gegen die man kämpfen muss, weil sie einen zu den Todfeinden erklären, wie es der Iran mit dem Westen macht, auch als solche behandelt. Und das heißt nicht, dass man dauernd Krieg führen muss, aber dass man sehr wohl weiß, die wollen gegen einen dauernd Krieg führen. Und der nächste Anschlag kommt auf jeden Fall. Und der wird weltweit bezahlt, auch sei es von der Hezbollah, sei es von irgendwelchen iranischen Gruppierungen. Das wird auf jeden Fall weiter passieren. Da sollte man also eine Außenpolitik auch von Freund und Feind durchaus weiter durchführen. Und da ist in Ägypten das schlechteste Beispiel von Amerika ausgesehen, von den USA ausgesehen, was man sich überhaupt für den Westen vorstellen kann. Schlimmer kann man es nicht machen, als es seit 2009, da gab es die erste positive Bewertung der Muslimbruderschaft aus dem Weißen Haus gegen das State Department, aus dem Weißen Haus auch raus. Und seit 2009 ist die Sache in den Dreck gefahren worden, in dem man sich jetzt befindet,
von den USA zu Ägypten. Ein Beispiel, wie man es nicht machen dürfte. Es gibt noch weitere Beispiele. Foggy Bottom, die Ermordung des Botschafters in Ägypten und so weiter. Aber das ist hier nicht unser Thema. Findet das meist auf Ihrer Seite Einverständnis oder würden Sie einen größeren Interventionsbegriff blicken? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also ich bin einverstanden mit dem, was gerade Herr Bock gesagt hat. Das ist für mich auch entscheidend, der Unterschied zu Algerien. Ich kann mich nicht erinnern, dass in Algerien hinterher Wahlen ausgeschrieben wurden und ein bestimmter Zeitplan festgelegt worden ist. Also das gibt schon wichtige Unterschiede. Und deswegen sehe ich die Situation in Ägypten noch nicht so, dass man schon den Aufstand für mehr Freiheit dort aufgeben müsste jetzt, weil wieder das Militär herrscht. Sondern ich warte ab, ich habe ja gezeigt, dass ich auch meine Distanz zu einigen Maßnahmen dieser Militärs artikuliere. Aber ich warte ab, ob jetzt tatsächlich dieser Zeitplan mit den Wahlen, mit den Präsidentschaftswahlen, mit all diesen Dingen sich vollzieht in dem Ausschuss, in dem 50-köpfigen Ausschuss, der die neue Verfassung beraten soll. Sind auch Vertreter von Al-Azhar, sind Salafisten drin und ist ein ehemaliges Mitglied der Moslembruderschaft auch dabei. Die Moslembrüder wurden aufgefordert, in diesem Ausschuss mitzuarbeiten, was sie aber verweigert haben. Und da kann man dann nur sagen, ja bitteschön, da muss trotzdem jetzt dieser Fortschritt vollzogen werden, dass man eine neue Abstimmung hat über eine Verfassung, die eben nicht ausgrenzt. Man muss auch sagen, dass Mursi in der ersten Wahl um die 30% der Stimmen bekam und dann gab es eine Stichwahl. Und da haben sehr viele, die eigentlich mit Mursi und den Moslembrüdern nichts zu tun haben wollten, nur deswegen für Mursi gestimmt, weil sie verhindern wollten, dass ein Vertreter des alten Regimes erneut die Macht bekommt. Das war sozusagen ein Impuls, der noch aus der Revolution des 25. Januar entstanden ist. Und dann hat Mursi aber diese Erwartungen systematisch enttäuscht, sozusagen als Präsident auch für die anderen zu sein, die die Revolution dort gemacht hatten und Mubarak abgesetzt hatten. Und der hat sich dann eben erwiesen als jemand, der wirklich seine Aufträge von der Moslembruderschaft bekommt und das strikt dann durchzieht, was die Moslembruderschaft für das Richtige für ihre eigene Organisation hält. Und nur das erklärt, warum dann wirklich Millionen derjenigen, die vorher auch Mursi gewählt hatten, auf die Straßen gehen. Und das ist für mich schon also der große Unterschied zu den Unterdrückungsmaßnahmen der Moslembrüder, zum Beispiel auch in Ägypten unter Nasser, ja seit 1954 oder jetzt in Algerien 1991, dass hier wirklich die Bevölkerung auf der Straße war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Fragen schon beantwortet habe. Es ist völlig klar, dass dieser Kampf der Moslembruderschaft um ihren theokratischen Staat sich in erster Linie richtet gegen Muslime. Das ist in der ganzen Welt so, dass also wir in Europa sozusagen nur ein bisschen von diesen Anschlägen was spüren. Aber leben Sie mal also jetzt in Irak, in Bagdad, ja, also wo dann diese Anschläge zum Alltag gehören, wo dann pro Monat also Tausende von Menschen getötet werden. Oder in Pakistan. Also das ist natürlich eine Auseinandersetzung. Und es war immer so, dass der Islamismus, seit es ihn gibt, das ist ungefähr seit den 30er Jahren, dass er sich gerichtet hat gegen Muslime, die anders denken und da totalitär vorgegangen ist. Wenn Sie mal nachlesen bei Hannah Arendt den Begriff von Totalitarismus, dann werden Sie feststellen, dass es erstaunlich viele Berührungen gibt mit der Politik der Moslembruderschaft. Das ist eine totalitäre Bewegung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass sozusagen die Moslembrüder von ihrer eigenen Ideologie, von ihrem eigenen Selbstverständnis aus die Nachfolge angetreten haben, sozusagen der kommunistischen Befreiungsbewegung. Die Moslembrüder, die hatten schon 1928, als sie gegründet wurden, eine Weltoffensive starten wollen. Also damals bereits 1928 wurde ein Büro für die verschiedenen Kontinente auf der Erde gegründet. Sie haben im Moment in 70 Ländern ihre Zweigstellen. Es war eine Art islamistische Internationale, die sie damals bereits aufgebaut hatten. Und es ist in der Tat so, dass der Zustand der kapitalistischen Gesellschaften viel Raum gibt für Unzufriedenheit, berechtigte Unzufriedenheit. Und dass die Moslembrüder sozusagen da auch das abfangen wollen und dann in ihre Form von revolutionärer Dynamik also einbinden lassen wollen. Also ich sehe da tatsächlich auf Weltebene ein großes Problem,
mit dem der Westen sozusagen nicht umgehen darf, indem man das verniedlicht. Sondern man muss es wirklich in seiner Dimension erkennen. Und da sind die Muslime in diesen verschiedenen Staaten immer die ersten Opfer dieser Politik. Rudolf Hauptstein, Israel, der erste fundamentalistische Staat. Ja, das kann ich so nicht bestätigen. Also Rudolf Hauptstein hat eine ganze Reihe von merkwürdigen Kommentaren geschrieben. Also ich glaube schon, in Israel gibt es Probleme. Ja? Und ich bin wirklich dagegen, dass man in Israel im Moment, ich glaube, das wird jetzt geändert, aber man darf ja nur religiös heiraten, wer nicht religiös heiraten will, muss nach Zypern gehen. Finde ich verkehrt. Aber es gibt in Israel eben seit der Gründung also die Meinungsfreiheit. Und es gibt Schutz für Minderheiten. Und es gibt Demokratie. Und es gibt die große arabische Minderheit, die Parlamentsabgeordnete hat. Ja, also das sind alles Dinge, die was ganz anderes sind als Fundamentalismus. Und von daher würde ich da dem Hauptstein glatt widersprechen.